www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, dann begrüße ich euch zur Spieltagspressekonferenz hier heute im GOP Varieté im Heinz-Erhardt-Salon, wie gehabt. Und es geht um unser 11. Punktspiel, und zwar am Sonnabend, den 10. November, um 19 Uhr in der AWD-Hall. Gegner ist die SG Flensburg-Handewitt. Ja, die Flensburger haben gestern in Kiel mit 27:34 Toren verloren. Ich möchte natürlich auch einen ehemaligen Flensburger hier begrüßen, nämlich Tamas Mokschai auf meiner linken Seite. Jupp, gut geschwenkt. Und natürlich Christopher Nordmeier, den Trainer der TSV, wie immer auf meiner rechten Seite. Ja, ansonsten haben die Flensburger zurzeit 12-6 Punkte, sind natürlich eine Spitzenmannschaft und gehörten auch in der letzten Saison zu den Top 5 der Serie. Sie waren nämlich Tabellenzweiter, also Vizemeister. Ja, Christopher, nach guten Spielen gegen Lemgo, 2 Wochen Pause und jetzt gegen ein Top-Team. Vorteil oder Nachteil für uns, dass wir eine Pause hatten und uns lange vorbereiten konnten? Ja, ich glaube, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Guten Abend oder guten Tag erstmal von meiner Seite. Ob wir eine Pause haben oder nicht, daran können wir nichts ändern. Also Dinge, die wir nicht ändern können, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir spielen am Samstag gegen die SG Flensburg-Handewitt und das wird ein sehr, sehr schweres Spiel, denn die Flensburger sind nicht nur im letzten Jahr, sondern auch dieses Jahr ein Top-Team und ich denke, das wird uns schwer sein, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, es zu tun. Wie siehst du das gerade von den Spitzenmannschaften? Haben wir eine Chance, wenn wir zu Hause spielen? Naja gut, die anderen Mannschaften, die wir jetzt hatten, Hamburg Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen, die haben uns ja jeweils nicht so weit distanziert. Das heißt, sie konnten auch keine Kraft sparen. Sie mussten schon bis zur letzten Sekunde oder bis zum letzten Minuten rein Vollgas geben, um gegen uns zu gewinnen. Das wollen wir auch gegen die Flensburger versuchen zu erreichen. Der Unterschied ist sicherlich, dass das Flensburger Spiel sie natürlich ganz leicht in die Lage versetzen kann, sehr viele Tore zwischen sich und den Gegner zu bringen, da sie über ein hervorragendes Konterspiel verfügen. Das müssen wir in den Griff kriegen. Dazu müssen wir sehr gut Angriff spielen. Das ist die Aufgabe von vorne. Ja, vielleicht ein bisschen zu den personellen Dingen. Wird Chava bei uns wieder dabei sein? Ja, ich freue mich sehr, dass Cavazic jetzt die letzten 2 Wochen ohne Probleme trainiert hat. Das heißt, wir können auf einen Einsatz setzen am Samstag. Er wird also mit im Kader sein, wird auch spielen. Dann ist die Situation und seine Leistung, die er jetzt im Training im Augenblick gerade bringt, aber das müssen wir auch Samstag sehen, wie wir das mit der Mannschaft machen. Ansonsten verzichten wir noch auf Mario Klößner. Und bisher ist aber ansonsten keiner verletzt. Insofern freue ich mich, dass ich mit der fast vollen Truppe antreten kann. Bleiben wir mal bei den personellen Dingen und gehen zu Flensburg. Sven Hansen ist verletzt und wird vermutlich am Sonnabend nicht spielen. Kaufmann konnte gestern auch nur ganz kurz eingesetzt werden, hat er nicht gespielt. Und der eigentlich für Hansen kurzfristig verpflichtete Gorilla scheint sich auch gestern verletzt zu haben. Was sagst du personell zu den Flensburgern? Ja, also das muss man jetzt eine Glaskugel haben, das kann ich nicht voraussehen, was da ist. Also ich denke vor allen Dingen, dass ein ganz, ganz wichtiger Mann, nämlich Michael Knutzen, wieder spielen wird. Der hat gestern nämlich auch nicht gespielt. Der wird aber nicht 3 Tage lang Fieber haben, sondern der wird am Samstag wieder gegen uns spielen. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Nicht, weil Jakob Heiner ein schlechter Kreisläufer ist, sondern weil Michael Knutzen ein überragender Kreisläufer ist. Dazu kommt, dass ich glaube, dass natürlich genau aus diesen Gründen Gruchhaller verpflichtet worden ist, um Sven Hansen Zeit zu geben. Vielleicht hat er die Zeit genutzt, denn auch
Lubo Vranjes hat natürlich ab 45 zu 50 Minute einige Spieler geschont, um auch jetzt am Samstag gegen uns erfolgreich zu sein. Ich kann mir also auch vorstellen, dass Ron Hansen spielt. Buchalla hat wahrscheinlich eine Bänderdehnung, da wird er getaped, kriegt zwei Tage lang Behandlung, der kann auch spielen. Also ich gehe nicht davon aus, dass die irgendwelche Probleme haben. Bei Kaufmann kann es sein, dass es problematisch wird, wobei gegen Kiel war es sicherlich ein Versuch und da hat Atlas von auch sehr gut gespielt. Insofern brauchten sie da auch nicht großartig zu wechseln. Das sind alles so Dinge, auf die wir uns nicht vorbereiten sollen. Wir gehen davon aus, dass die Spieler alle dabei sind, denn ich weiß ganz genau, dass Vranjes uns ernst nimmt und unsere Mannschaft ernst nimmt und du weißt, dass es kein einfaches Spiel wird für Flensburg. Insofern gehe ich davon aus, die spielen mit ihrer besten Mannschaft und wir auch und dann sehen wir, was wir haben. Ja, Tomasz, es wäre schön, wenn es kein einfaches Spiel werden würde. Dann wären wir, denke ich, dran. Wie siehst du unsere bzw. eure Chancen gegen die Flensburger? Ja, erstmal schönen Tag von meinerseits auch. Hallo. Die Flensburger verfügen seit Jahren über eine Top-Mannschaft. Sie haben eine fantastische Abwehr mit zwei sehr guten Torhütern. Ich glaube, das ist eine absolute Stärke. Und vorne haben die eine, ja, von den individuellen guten besetzten Mannschaft, die jederzeit gefährlich sein können. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir auch unsere Stärken haben. Eins ist sicher, wir können nur als Mannschaft gegen die bestehen. Und wir dürfen uns im Spiel keine Schwächephasen erlauben, denn wie Christopher schon gesagt hat, die nutzen durch den Gegenstoßspiel das gnadenlos aus. Ich denke, wir müssen über eine aggressive Abwehr vorne geduldig spielen, auf unsere Chance warten und das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Ja, eigentlich können die ja nicht mehr so gut sein, denn du bist ja jetzt bei uns. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der nicht ersetzbar ist. Das habe ich mir in meiner Karriere immer festgestellt. Also egal, ob eine Mannschaft die Stars sich verletzen, dann rückt die Mannschaft näher zusammen und es ist fast jeder Spieler zu kompensieren. Manchmal werden so Mannschaften sogar unberechenbarer. Ja, klar. Ist die Motivation für dich gegen Vranjes bzw. gegen deine alten Kameraden groß? Gegen ehemalige Mannschaften spielt man immer gerne. Man ist auch zusätzlich motiviert. Aber ich denke schon, dass das fast ein Spiel wie jedes andere ist. Also da gibt es auch nur zwei Punkte zu gewinnen oder zwei Punkte zu verlieren. Und ich werde mein möglichst Bestes tun. Ja, vielen Dank, Tomasz, von meiner Seite. Jetzt, denke ich, habt ihr Fragen. Wie intensiv ist denn auch der Kontakt zu den Flensburgern? Telefonierst du auch mit Leuten? Hast du noch gute Kumpels in der Mannschaft? Oder wer sind deine guten Kumpels in der Mannschaft? Ja, ich habe vor einiger Zeit mit einigen telefoniert und die haben auch geschrieben aufgrund der Geburt meines Sohnes. Da hatte ich Kontakt zu denen. Ich verfolge natürlich auch, wie die spielen. Des Öfteren trifft man die auch bei der Nationalmannschaft, das ist jetzt nicht geschehen. Ich habe auch Kontakt zu Viktor Silaidi, der spielt jetzt mittlerweile beim BHC. Und der Kontakt ist noch da. Der Weg macht so eine Tabelle. Wenn du jetzt überlegst, mit einem Sieg können wir ja Flensburg überholen? Oder seid ihr nicht ganz so mutig? Ja, also erstmal ist die Tabelle ja immer nur so eine Momentaufnahme. Also was hilft uns das, wenn wir dann einen Spieltag vor Flensburg wären? Es geht einfach darum, man muss gucken, wie die Chancen sind. Und die sind natürlich, und da dürfen wir jetzt auch nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Wir haben jetzt zweimal mit überragenden Leistungen gegen Lemgo gewonnen. Und Lemgo ist eine gute Mannschaft, aber noch ein ganzes Stück weit entfernt, wenn man das Ergebnis sieht. Lemgo verliert auch in Flensburg mit über 10 Toren. Und das muss man eben erstmal einordnen. Natürlich spielt Flensburg nicht zu Hause, natürlich hatten wir in Flensburg ein Wochenspiel gehabt. Man kann jetzt von Kräften sprechen, die weniger haben, aber das ist einfach eine Substanz, die in der Mannschaft steckt, die sehr groß ist. Ich glaube, wir gucken natürlich, jeder guckt immer auf die Tabelle und freut sich, dass wir Achter sind. Ich freue mich, wenn ich gestern bei Sport 1 die Tabelle sehe und sehe, da spielt der Erste gegen den Zweiten und unten sind wir mit auf der Tabelle. Wir sind nämlich auf Platz 8. Das ist natürlich ein tolles
eine tolle Sache. Trotzdem weiß ich, dass wir das in so einem Spiel gegen Flensburg nur sehr schwer bestätigen können, weil die eben in der Liga der Top 5 spielen und die zu schlagen, ist halt wirklich eine Mammutaufgabe und der stellen wir uns am Samstag. Aber wir gehen nicht da in diese Spiele rein und sagen, wir haben da irgendwie einen Druck, den wir verspüren. Es ist auch nicht so, dass es ein einfaches Spiel ist, weil wir wollen natürlich so gut wie möglich spielen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt denken, oh Gott, gegen Flensburg, die hauen wir jetzt weg und dann sind wir vor denen. Das ist schon ein bisschen vermessen. Man muss auch, glaube ich, immer gucken, auf welchem Leistungsniveau man sich befindet. Christopher, in der letzten Woche hat der Sport1-Kolumnist und kleine Experte dieses Senders eure positive Entwicklung gelobt. Wie spürt ihr diese nationale Wahrnehmung im Tagesgeschäft? Ja, ich habe das auch gelesen und es hat mich auch gefreut, dass es wahrgenommen wird, gerade von unserem Paradiesvogel Stefan Kretschmer, dass wir auch scheinbar eine gute Entwicklung genommen haben. Das ist im Tagesgeschäft einfach daran zu merken, dass gegnerische Trainer in der Vorberichterstattung nicht mehr von Pflichtsiegen sprechen gegen uns, sondern auch immer darauf hinweisen, dass wir uns weiterentwickelt haben, beziehungsweise dass wir natürlich auch ein personell sehr starkes, eine starke Gruppe von Spielern jetzt bei uns versammeln. Und das ist ein gutes Gefühl und das hat bei mir immer sofort zur Folge, dass ich immer denke, aufpassen. Denn gerade wenn man ernst genommen wird, dann muss man noch härter daran arbeiten, sich auch weiterzuentwickeln und nicht zu denken, jetzt ist man schon einen Schritt weiter. Und das ist sozusagen das, was ich dabei empfinde. Das mag bei Thomas aus Spielersicht anders sein, aber der kommt natürlich auch von wo ganz anders her. Der kommt von einer Mannschaft, wo im Prinzip alle immer Respekt hatten und alle immer vorgezittert haben vor Flensburg. Vielleicht ist das eine unterschiedliche Wahrnehmung. Für mich ist es immer so, dass ich das auch genieße und sage, ich finde das gut. Weil wir arbeiten wirklich, wirklich auch hart daran, dass wir diese Entwicklung nehmen. Aber das freut mich. Also ich habe dazu gezogen, also wenn man, also gezittert nicht. Ich glaube, wenn man gegen Flensburg gespielt hat, waren alle Mannschaften ein bisschen in der Haarspitze motiviert. Und deshalb war es auch ganz wichtig, dass man jede Mannschaft ernst nimmt. Schließlich, wenn man als Top-Mannschaft gegen Schlechtere verliert, dann tun die Punkte immer doppelt, dreifach weh. Und die kann man sich auch nicht zurückholen. Deshalb, ich weiß, dass die Flensburger in jedes Spiel hundertprozentig motiviert gehen, weil sie wissen auch, ein Punktverlust gegen Hannover Burgdorf bringt die ganz weit zurück in ihren eigenen Plänen. Vielleicht noch eine Frage an Tamas. Am Samstag spielt ja auch dein Spiegel Holger Glandorf wieder mit. Wer von euch beiden wird denn am Samstag als Sieger vom Feld gehen? Als lächelnder Sieger? Also es spielt erst nicht Holger Glandorf gegen Thomas Mocek, sondern es spielt Hannover gegen Flensburg. Es sind schon zwei Mannschaften. Holger Glandorf hat man gesehen, er ist ein sehr, sehr starker Spieler. Hat man in Kiel auch gesehen, der hat unglaublich gute Leistung gebracht. Das ist aber auch nur dann möglich, wenn eine Mannschaft mit ihm zusammenspielt. Ich glaube, wir haben andere Qualitäten und wir versuchen beide uns im jeweiligen Team gut anzupassen und das dem Team zu helfen und ja, zum Sieg zu verhelfen. Und klar, so hoffe ich im Endeffekt, dass wir irgendwann lächeln können. Ja, wenn sonst zu diesen Dingen keine Fragen mehr sind, dann bleibt mir noch auf Leineherz zu verweisen, die gerne noch O-Töne haben wollen. Ich weiß nicht, von beiden oder nur vom Trainer. Ansonsten bedanke ich mich bei euch. Gerne von beiden. Aber ja, nur super. Eine Frage. Also. Ja, und wünsche euch natürlich einen guten Weg in die Redaktion. Danke. Ja. www.zweitewelle.de Das unabhängige Handball-Online-Magazin.